Heute für euch Voldemorts Schuljahre in Hogwarts. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Tom Riddle alias Lord Voldemort, eine der faszinierendsten und kompliziertesten Figuren in der Harry Potter Reihe. Er kam in allen Harry Potter Büchern vor, außer in Der Gefangene von Azkaban, also dem dritten Teil. Voldemort war der mächtigste und gefährlichste dunkle Zauberer aller Zeiten. Tom Riddles Leben wird als eine der detailliertesten Geschichten angesehen, weil die Figur im Laufe der Serie viele Entwicklungen durchmacht. In diesem Video werde ich mich mehr auf Tom Riddles Zeit in Hogwarts konzentrieren und seine dunklen Entscheidungen analysieren. Vor allem über die Aneignung von Wissen über die dunklen Künste, das Erschaffen von Horcruxen durch die Spaltung seiner Seele und die Entwicklungen, die ihn von Tom Riddle zu Voldemort machten. Nach dem Besuch von Dumbledore im Waisenhaus entdeckte Tom, dass er ein Zauberer war und er konnte endlich an den Ort gehen, an den er schon immer gehörte. Er behauptete, dass er bereits wusste, dass er besondere Gaben hat, die sonst niemand hat, und war nicht überrascht, als er erfuhr, dass er ein Zauberer ist. Tom begann seine Ausbildung in Hogwarts im Jahr 1938 und wurde in Slytherin einsortiert, eine kleine Anspielung auf seinen Vorfahren Salazar Slytherin. In den Sommerferien war er gezwungen, in das Muggelwaisenhaus zurückzukehren, das er verachtete und das er mehr fürchtete als jeden anderen Ort auf der Welt. Riddle beschrieb die Art und Weise, wie er gesehen wurde, als arm, aber brillant, elternlos, aber so tapfer, ein Schulpräfekt, ein Musterschüler. Durch seine außergewöhnliche schauspielerische Fähigkeit gelang es ihm, fast alle Hogwarts-Schüler und Lehrer davon zu überzeugen, dass dieses falsche Gesicht seine wahre Persönlichkeit war. Die einzige Ausnahme war Albus Dumbledore, der Riddle nicht unbedingt über den Weg traute, denn Dumbledore vergaß auch nicht seine Verbrechen im Waisenhaus und die Verwirrung, die am Anfang stattfand. Riddle wiederum erkannte, dass es ihm nicht gelungen war, Dumbledore seinen wahren Charakter zu zeigen und dass er nie versucht hatte, ihn für sich zu gewinnen, wie er es bei den anderen Ausbildern und Lehrern tat. Mit der Zeit begann Tom Dumbledore zu fürchten und zu verachten. Im Laufe der Zeit scharte Riddle eine ganze Bande von Slytherins um sich, von denen die meisten zu den ersten Todessern wurden. Riddle behauptete, sie seien seine Freunde und ließ es in der Öffentlichkeit auch gut so aussehen, aber in Wahrheit war es so, dass sie kaum mehr als Diener für ihn waren und er kümmerte sich fast gar nicht um sie. Er manipulierte sie oft, damit sie kleine Verbrechen und andere Missetaten begingen. Nach seiner Ankunft in Hogwarts war Riddle besessen von seiner Herkunft und begann sie zu erforschen. Er konzentrierte sich nur auf die Identität seines Vaters und hielt ihn für den magischen Elternteil, da er glaubte, dass seine Mutter keine Hexe gewesen sein konnte, weil sie gestorben war. Er suchte nach dem Namen seines Vaters im Trophäenraum der Schule, in den Aufzeichnungen von Hogwarts und in den Aufzeichnungen über die Geschichte der Zauberer, fand aber nichts, was darauf hindeutete, dass sein Vater die Schule überhaupt nicht besucht hatte. Er war schließlich gezwungen zu akzeptieren, dass sein Vater der muggelstämmige Elternteil war und dass seine Mutter das magische Elternteil war. Zu dieser Zeit gab sich Riddle den Namen Lord Voldemort, um sich die Erinnerungen an seinen dreckigen Muggelvater zu ersparen. Unter Verwendung seines zweiten Vornamens Marvolo, den er von seinem Großvater übernommen hatte, entdeckte Riddle das Erbe seiner Mutter und die Blutsverwandtschaft der Gaunts mit Salazar Slytherin. Nachdem Riddle von seiner Abstammung erfahren hatte, dauerte es nicht lange, bis er die Existenz der Gaunts entdeckte. Er bekam außerdem die Informationen über die Existenz der Kammer des Schreckens und kontrollierte den Basilisken, der in der Kammer lebte. Als Erbe von Slytherin durch die Familie seiner Mutter war Tom in der Lage, die Kammer zu öffnen. Salazar Slytherin hatte den Basilisken zurückgelassen, um die Schule von alljenigen zu säubern, die in Riddles und in Salazar Slytherins Augen nicht verdienten, Magie zu studieren, also die Muggelgeborenen. Um den 13. Juni 1943 herum verletzte der Basilisk viele Menschen in Hogwarts. Sein erstes Opfer war eine Schülerin namens Myrtle Warren, die auf der Mädchentoilette getötet wurde, als sie das Gesicht des Basilisken und seine gelben Augen sah. In Anbetracht dieses Vorfalls beschloss der oberste Hogwarts-Rat, dass Hogwarts geschlossen wird. In jenem Jahr bat Riddle den Schulleiter Armando Dippet auf besondere Weise darum, über die Sommerpause in der Schule bleiben zu dürfen. Dippet teilte ihm jedoch die Entscheidung der Schulleitung mit und lehnte seinen Antrag ab. Er erkannte, dass die Kammer geschlossen und das Monster gefangen werden musste, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Riddle legte seinen ehemaligen Mitschüler Rubius Hagrid und dessen Haustier, die Akromantula Aragog, herein. Er überzeugte Dippet davon, dass Aragog das Monster war, das die Schule terrorisierte, und sie glaubten es.
Hagrid wurde von der Schule verwiesen und Riddle erhielt eine eingravierte Trophäe für besondere Verdienste um die Schule. Dumbledore traute Riddle nicht und behielt ihn danach ganz genau im Auge. Daraufhin wurde Riddle klar, dass er es nicht riskieren konnte, die Kammer zu öffnen, während er noch ein Schüler war. Im August 1943 fuhr Riddle nach Little Hangleton, um etwas über seine Familie der Mutter zu erfahren. In der Gaunt-Hütte traf er seinen Onkel Morfin Gaunt, von dem er alles andere als beeindruckt war. Morfin erwähnte während dieses Treffens einmal, dass er dachte, Tom sehe aus wie sein Vater, Marrows Ehemann, Tom Riddle Senior. Riddle fragte sofort nach der Identität des fraglichen Muggels und Morfin erzählte Riddle die Geschichte seines Muggelvaters, was Tom so wütend machte, dass er sich an ihm rächen wollte. Riddle betäubte Morfin und nahm seinen Zauberstab, ging hinüber zum Riddle-Haus und benutzte den Zauberstab seines Onkels und tötete damit seinen Vater, seinen Großvater und seine Großmutter mit dem Tötungsfluch. Riddle vertuschte sein Verbrechen, indem er Morfins Gedächtnis veränderte und ihn glauben ließ, er sei der Mörder. Als das Zaubereiministerium das Verbrechen untersuchte, gestand Morfin, der zuvor 3 Jahre in Azkaban verbüßt hatte, die Tat freiwillig und wurde zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt. Tom Riddle nahm den Ring der Familie Gaunt von Morfin und trug ihn wie eine Trophäe an der Hand in Hogwarts. In seinem 6. Schuljahr befragte Riddle Professor Slughorn, der von Riddles Charisma beeindruckt war, über die Möglichkeit, mehr als einen Horcrux zu erschaffen. Dies war ein Punkt, über den sich Slughorn Jahre später sehr schämte, da er Tom Riddle viel erzählt hatte. Er wollte seine Seele in 7 Teile spalten, da dies die mächtigste magische Zahl ist. Slughorn beantwortete alle Fragen von Riddle in dem Glauben, es handle sich nur um akademische Neugierde, aber er war zutiefst entsetzt über den Gedanken, mehrere Horcruxe zu schaffen. Riddle gelang es irgendwann in diesem Jahr, seinen ersten Horcrux zu erschaffen. Er bewahrte einen Teil seiner Seele in seinem Schultagebuch auf, dem allerersten seiner 7 Horcruxe, in der Hoffnung, es würde eines Tages jemanden dazu bringen, Salazar Slytherins edles Werk zu vollenden, die Schule von Muggelgeborenen zu säubern. Einen weiteren Teil seiner Seele bewahrte er in dem Ring von Marvolo Gaunt auf, den er von seiner Familie nahm, um seinen 2. Horcrux herzustellen. Während Riddles 7. Jahr in Hogwarts wurde er zum Schulpräfekt ernannt und erhielt hervorragende Noten. Er erhielt jede Menge Medaillen und Auszeichnungen für seine guten Leistungen. Riddle wurde zu einem der brillantesten Schüler, die jemals Hogwarts besucht hatten, was Dumbledore auch selbst zugab. Nach seinem Abschluss in Hogwarts hörte Riddle nicht auf zu rebellieren, sondern wandte sich sofort an Dippet und bat ihn, um eine Chance, Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten, um in Hogwarts bleiben zu können. Hogwarts war sein wahres Zuhause, in dem er eine einflussreiche Position als Lehrer nutzen könnte, um Schüler für seine künftige Armee zu rekrutieren und um weitere magische Geheimnisse des Schlosses aufzudecken. Dippet lehnte dieses Angebot jedoch mit der Begründung ab, er sei viel zu jung für diesen Posten, aber lud Riddle jedoch ein, sich in ein paar Jahren erneut zu bewerben, falls er immer noch Interesse an diesem Posten zeigen würde, wovon Dumbledore jedoch dringend abriet. Kurz bevor er Hogwarts verließ, verzauberte Riddle Helena Ravenclaw, die Tochter von Rowena Ravenclaw, um sie dazu zu bringen, ihm den Standort des Diadems ihrer Mutter zu verraten, das sie in einem Wald in Albanien versteckt hatte. Er reiste wahrscheinlich auf ihre Anweisung dorthin und ermordete unterwegs einen albanischen Bauern, bevor er das Diadem an sich nahm, indem er später den 3. Teil seiner Seele aufbewahrte. Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien wurden Riddle mehrere Stellen im Ministerium für Zauberei angeboten, aber zur Enttäuschung und Überraschung vieler arbeitete er schließlich bei Borgin und Birks. Riddle begann, Hexen und Zauberer zu überreden, sich von ihren wertvollen magischen Erbstücken zu trennen, ein Job, in dem er sehr, sehr gut war. Während er bei Borgin und Birks arbeitete, freundete sich Riddle mit Hepzia Smith an, einer wohlhabenden, aber älteren Nachfahrin von Helga Hufflepuff. Hepzibah zeigte Riddle ihre 2 wertvollsten Gegenstände, das Medaillon von Slytherin und den Hufflepuff-Becher. Tom Riddles Augen leuchteten rot vor Gier und Geiz, als er diese Gegenstände sah, da er das Medaillon als rechtmäßiger Erbe von Slytherin und den Becher als Erinnerung an Hogwarts betrachtete, sowie ein unbezahlbares Artefakt. Riddle ermordete Hepzibah, indem er ein bekanntes Gift dafür benutzte. Dann stahl er diese unbezahlbaren Gegenstände und verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wieder verwischte er seine Spuren, indem er einem unschuldigen Hauselfen eine falsche Erinnerung einpflanzte. Hockey, ihr Hauself, gab zu, versehentlich Gift in Hepzibahs Getränk getan zu haben, was man ihm glaubte, da Hockey selbst schon sehr alt war.
In der Zwischenzeit trat Riddle sofort von seinem Posten bei Borgin und Burks zurück und floh mit dem Kelch und dem Medaillon, die er mit Hilfe des Mordes in zwei weitere Horcruxe durch die Morde an Hepzibah und einer unbekannten Muggelperson verwandelt hatte. Die Assistentin, die bei Borgin und Burks gearbeitet hatte, hatte keine Ahnung, wohin er gegangen war. Sie war genauso überrascht wie alle anderen über sein Verschwinden. Und das war das Letzte, was man von Tom Riddle für eine sehr lange Zeit sah oder hörte. Riddle verschwand für 10 Jahre lang. Er glitt tiefer in die dunklen Künste ab, reiste viel, freundete sich mit bösen Menschen an, begann sein Aussehen zu verändern und seine Attraktivität zu verlieren, weil er seine Seele so oft gespalten hatte. Zu dieser Zeit fing er an, den Namen Lord Voldemort nicht nur zu geben, sondern auch zu benutzen. 10 Jahre nach der Ermordung von Hepzibah Smith wendete sich Riddle erneut an den Schulleiter von Hogwarts, aber nun Albus Dumbledore, um sich für die Stelle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu bewerben. Ich habe experimentiert, ich habe die Grenzen der Magie weitergetestet, vielleicht weiter als sie es je getan haben. Dumbledore konfrontierte Riddle direkt mit der Frage, warum er um die Stelle gebeten hat, da er wusste, dass Riddle nicht den geringsten Wunsch hatte, zu unterrichten. Riddle, der eine Absage von Dumbledore erhalten hatte, ging wütend. Von diesem Tag an war Hogwarts nicht mehr in der Lage, einen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste länger als 1 Jahr lang zu behalten. Dies begründete Dumbledore mit dem Fluch von Voldemort, den er auf die Stelle gelegt hat. Der Besuch in Hogwarts diente nicht nur der Unterrichtsanfrage von Tom, sondern Tom Riddle benutzte die Gelegenheit, um das Diadem, also einen seiner Horcruxe, im Raum der Wünsche zu verstecken, wo er glaubte, dass es niemals gefunden werden würde. Voldemort verbrachte die nächsten Jahre vor dem ersten Zaubererkrieg damit, Hexen und Zauberer als Anhänger zu sammeln, die sich Todesser nannten. Voldemort betrachtete sie eher als Diener, als seine Freunde oder seine Familie. Voldemort entwickelte seine Fähigkeit in der Legilimentik so stark, dass er sich schnell den Ruf des größten lebenden Legimenten erwarb. Voldemort konnte die Gedanken anderer Menschen lesen, kontrollieren und aus dem Gleichgewicht bringen und konnte fast immer erkennen, wenn er belogen wurde. 1970 begann Voldemort den ersten Zaubererkrieg. Der Dunkle Lord rekrutierte die Riesen und die Werwölfe, die von den meisten Hexen und Zauberern verfolgt wurden. Viele Jahre lang hatten die meisten Menschen sogar Angst, seinen Namen auszusprechen, und er wurde zu Du weißt schon wer getauft. Hogwarts blieb während der gesamten Kriegszeit ein sicherer Ort des Lernens. Unter dem Schutz von Dumbledore, der einzigen Person, die Voldemort wirklich fürchtete, wurde der Orden des Phönix von Dumbledore gegründet, um gegen Voldemort zu kämpfen. 11 Jahre lang war Voldemort auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft. Er verfügte über eine riesige Armee mit großer Vielfalt und hatte die Kontrolle über die Zaubererwelt in der Hand. Er war unaufhaltsam und jeder, der sich ihm in den Weg stellte, wurde getötet. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.